Hallo und herzlich willkommen an alle im Sternzeichen Krebsgeborenen, die jetzt in dieses Video reingeklickt haben, ja, und da damit in der nächsten Zeit Geburtstag haben. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch eine ganz fantastische Zeit, ein ganz tolles neues Lebensjahr und wir schauen mal, welche Impulse dieses Geburtstagsorakel für euch bereithält. Und dieses Orakel kann jetzt auch in meinem Shop gebucht werden. Also unabhängig dann vom Sternzeichen kann das auch für jemanden bestellt werden, also für dich selber auch, dass du nochmal ein persönliches Geburtstagsorakel wirklich auf dich zugeschnitten bekommen kannst. Oder auch wenn du jetzt merkst, das ist eine tolle Sache und du würdest das gerne verschenken, geht das auch. Dann gibst du bei der Bestellung einfach den Namen von dem Geburtstagskind an und dann mache ich das für diese Person und dann ja, geht das seinen Gang. Dann kannst du so ein Geburtstagsorakel-Video verschenken, ist vielleicht auch eine schöne Sache. Also da kommen dann auch nur positive und optimistische Botschaften. Ich nehme da dann keine Kartensets, wo unbedingt irgendwas Dunkles und Negatives kommt, dass man dann irgendwie gar keine Lust hat auf das neue Lebensjahr, sondern da schaue ich dann wirklich, dass das ja, erhebende Botschaften sind und man das aus dem Jahr hervorhebt, was gut wird, damit man eben etwas hat, woran man sich so ein bisschen festhalten kann. Ja, und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal mit dem Video eben jetzt für die Geburtstagskinder im Sternzeichen Krebs. So. Und ich ziehe dann immer eine Karte aus dem Tarot als große Überschrift, als Hauptthema. Was ist denn das Thema? Das Rad des Schicksals. Also das bedeutet, dass für alle Krebse, die jetzt hier zuschauen, das neue Lebensjahr sehr viele schicksalshafte Ereignisse enthalten wird. Also da wird das Schicksalsrad ordentlich gedreht. Also es wird einfach, es kann große Veränderungen mit sich bringen. Also wenn sich das Rad des Schicksals dreht, dann kann wirklich alles Mögliche passieren. Also es kann wirklich sein, dass das neue Lebensjahr für dich wirklich viel Veränderung oder eine sehr große Veränderung bereithält, dass hier ja etwas sehr Großes einfach passiert und dass auch eben das Schicksal da seine Hände mit im Spiel hat. Vielleicht kann es sein, dass du jemanden kennenlernst, der eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das muss jetzt nicht unbedingt was in Sachen Liebe sein, sondern einfach eine Person, die einen sehr zentralen Schlüssel für dich in der Hand hat. So jemand kann dir begegnen, wenn das Rad des Schicksals sich dreht, aber auch einfach, dass Ereignisse sich ineinander verketten sozusagen und eins führt zum anderen und du wirst auf deinen Weg geleitet. Und das Rad des Schicksals ist auch ein Glücksrad, also es wird ein erfolgreiches Jahr, ein schönes Jahr. Natürlich kann es auch immer sein, man purzelt auch immer wieder runter, also das Rad dreht sich wirklich für jeden, aber vor allem, es zeigt einfach Veränderungen an und dass es ein sehr schicksalsträchtiges Jahr für dich werden wird. Also voller Überraschungen wahrscheinlich und viele Wendungen, die da vielleicht auch passieren, vielleicht auch plötzliche Veränderungen, die da immer kommen. Aber sei dir gewiss, so das ist der Plan des Universums und ja, also du darfst dich auf einige Überraschungen gefasst machen. Und dann schauen wir mal, was vielleicht ein Motto für dich sein könnte. Erkenne dein wahres Selbst, also eine Aufgabe dann für dich. Dein kommendes Lebensjahr bringt dir die Aufgabe, dein wahres Selbst zu erkennen. Also darum wird es für dich gehen und das Schicksal wird dir dafür unter die Arme greifen und dir dazu eben die richtigen Menschen schicken, die dir helfen, dein wahres Selbst zu erkennen. Und das sind dann nicht unbedingt immer Leute, die dir sagen, wie toll und großartig du bist. Also das bist du auf jeden Fall, aber wenn man sich selbst nicht erkennt, dann kann man das auch nicht glauben, wenn einem andere das sagen. Aber was dir das Schicksal dann vielleicht öfters mal schicken wird, ist jemand, der dir genau das Gegenteil spiegelt und dir das Gefühl gibt, dass du eben nicht so großartig bist. Und aus diesen Erfahrungen aber kannst du dann lernen, dein wahres Selbst zu erkennen. Und dann eben immer
zu schauen, was spiegelt mir eine andere Person, und wenn dich etwas triggert oder ärgert oder verletzt, dann zu schauen, was hat das mit dir zu tun? Hat das überhaupt etwas mit dir zu tun? Oder bist du nicht sehr viel mehr, bist du nicht sehr viel größer, ja, als deine Zweifel, als deine Gedanken, als das, was im Außen passiert? Und du wirst im kommenden Jahr einfach sehr, sehr viel mehr erkennen, wer du wirklich bist, was du alles kannst, warum du hier bist, was vielleicht deine Aufgabe auch ist, ne? Auch dazu passt ja natürlich das Schicksalsrad, zu erkennen, was eigentlich hier mein Schicksal, also was ist meine Aufgabe, warum bin ich denn überhaupt hierher gekommen, warum passiert das alles? Und ja, du wirst einfach Stück für Stück immer mehr erkennen, wer du wirklich bist und was dein Potenzial ist und welche Aufgabe du hier hast. Und ja, dass du ein wertvolles, ein liebenswertes Wesen bist. Und wenn du das dann erkennst, deine wahre Größe, dein wahres Selbst, du wirst dann deinen Weg erkennen. Du wirst wissen, was du machen möchtest mit deinem Potenzial, mit deinen Fähigkeiten, wo sie gebraucht werden können, wo du gebraucht bist, was du der Welt zu geben hast, was du anderen Menschen zu geben hast. Das wirst du erkennen. Du wirst aufblühen wie eine Blume. Also vielleicht bist du jetzt noch so eine Knospe, noch so ein bisschen versteckt und so, aber du wirst im kommenden Jahr wirklich zu deiner Blüte heranreifen. Und ja, es wird ein sehr, ja, schicksalsträchtiges Jahr einfach für dich werden. Also sehr, sehr schön. Schauen wir mal, welches Krafttier an deiner Seite ist. Ja, sehr, sehr schön. Meine Lieblingskarte. Die ist übrigens aus meinem eigenen Kartendeck und diese hier auch. Und diese auch. Also ich habe auch eigene Kartendecks, findest du unten verlinkt, falls es dich interessiert. Der Pegasus bringt dir auf jeden Fall im kommenden Lebensjahr Licht und Hoffnung aus dem Engelreich. Und das bedeutet in erster Linie, du hast ja die volle Unterstützung auch von oben. Und wie kann das anders sein, wenn du auch das Rad des Schicksals als Hauptthema hast? Denn ne, das Schicksal dreht sich ja für dich. Und du siehst hier auf dem Bild, man sieht das hier so ganz leicht, so eine geisterhafte Person, die hier am Hebel eben dreht. Und das sind die Schicksalskräfte, das sind die höheren Kräfte, die eben dein Schicksal beeinflussen und dein Rad des Schicksals eben drehen. Und das sind gute Kräfte, ne? Die meinen das gut mit dir, die wollen, dass du dein wahres Selbst erkennst, dass du in deine Kraft kommst. Und der Pegasus als Energie ist an deiner Seite, und auch die Engel und die lichtvollen Kräfte einfach bringen dir immer wieder Licht und Hoffnung, damit du eben auch in dunklen Zeiten oder ne, wenn eben du dein wahres Selbst gerade so gar nicht erkennen kannst und es einfach schwer und herausfordernd ist, und machen wir uns nichts vor, jedes Jahr hält Herausforderungen bereit, da nie läuft alles glatt und am Schnürchen und nie sind wir immer nicht, wir sind nie immer da oben, sondern wir fallen immer wieder runter. Und in diesen Zeiten wirst du aber ganz viel Licht und Unterstützung auch bekommen. Du wirst immer irgendwie ein Gefühl haben von Hoffnung und nicht aufgeben und weitergehen können. Also die Engel sind an deiner Seite. Vielleicht hast du eine Affinität zu Engeln. Falls nicht, dann sieh es einfach als das Universum passt auf dich auf, oder die höheren Kräfte sind um dich herum, sind an deiner Seite. Also es gibt eine höhere Macht, wie auch immer du sie für dich nennen und definieren möchtest und woran auch immer du glaubst, die an deiner Seite ist und die dich unterstützt. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Also das ist aus meinem Licht- und Schattenorakel. Und da kommt das Erwachen. Ja, du erwachst in dein wahres Selbst, ne? Du erkennst einfach sehr, sehr viel. Du erkennst die Zusammenhänge des ganzen Lebens. Vielleicht erkennst du auch universelle Gesetze und Zusammenhänge in deinem Leben. Es gibt ja universelle Gesetze, wie das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz und solche Dinge. Und vielleicht beschäftigst du dich damit und erkennst das dann auch in deinem Leben, wie sich das wirklich auswirkt. Und dadurch erwachst du immer mehr und begreifst immer mehr, ja, was das Leben ist und wie es funktioniert und was deine Rolle darin ist. Aber eben auch in dein wahres Selbst, ne, in dein Potenzial hinein erwachen, aufwachen, wirklich die Augen öffnen und erkennen, ja, wer du wirklich bist. Also das wird das zentrale Thema wirklich sein. Und wahrnehmen, was ist. Da geht es darum, immer wieder innezuhalten und zu schauen, was ist gerade, ne, in mir, aber auch um mich herum. Also beobachten, hinfühlen, hinspüren, immer wieder präsent sein bei dem, was geschieht. Wir sind nämlich immer oft im Verstand und in den Gedanken und wir sind mit Gedanken beschäftigt, die aus der Vergangenheit herrühren oder
die Zukunft betreffen. Und wir sind so selten wirklich präsent im Hier und Jetzt und achten auf unseren Körper, was er uns sagt, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Oder dass wir auch wirklich präsent beobachten, was gerade im Außen passiert, wie die Lebensumstände sind, vielleicht auch, was hat dazu geführt. Also, dass wir wirklich bewusst wahrnehmen, was geschieht und was, wie das alles zusammenhängt eben. Und das ist ja auch etwas, worum es für dich eben im kommenden Jahr gehen wird. Und das hängt mit dem Erwachen dann zusammen, ne? Also du wirst, wenn du immer mehr erwachst, auch immer mehr wahrnehmen, was tatsächlich ist und wie die Dinge wirklich funktionieren und was echt ist und was nicht und was war es oder was deine eigene Wahrheit ist. Aber vor allem geht es einfach auch ums Hinspüren und immer wieder in den Körper. Wie fühlst du dich in deinem Körper und wie fühlt sich deine Seele in diesem Zuhause? Der Körper ist ja der Sitz der Seele, das Zuhause der Seele. Und sie schickt dir Impulse und Botschaften über deinen Körper. Also wann immer du irgendwie dich unwohl fühlst oder auch Schmerzen hast oder auch Krankheiten, sind immer Hinweise und Botschaften auch der Seele, dass irgendwo irgendwas nicht im Gleichgewicht ist und irgendetwas nicht stimmt. Darum immer hinspüren, immer wahrnehmen, wie fühlst du dich in deinem Körper, wo zwickt es, wo zwackt es, wo fühlst du dich im Ungleichgewicht, was stimmt nicht? Und dein Körper signalisiert dir das eben. Darum ist die Verbindung dann so wichtig, da immer wieder hinzuspüren. Und solange wir so immer im Verstand sind und denken und denken und rattern, fühlen wir einfach nicht mal in den Körper und nehmen mal wirklich wahr, was ist denn jetzt eigentlich gerade, wie geht es mir denn eigentlich, was läuft gut in meinem Leben, was nicht, was möchte ich verändern, was kann ich verändern, naja und so weiter. Und das sind deine Themen. Die wahre Liebe. Also hier ist die Chance auf die wahre Liebe. Und das kann also für einige jetzt eben auch ja die schicksalshafte Begegnung sein. Ne? Also habe ich ja gesagt, es kann durchaus ein Mensch kommen, der eine zentrale Rolle spielt, der vieles verändert, der vielleicht ja die eine wahre Liebe ist. Das kann sein. Bei wem das aber nicht so ist, dann ist es einfach die wahre Liebe fürs Leben oder die wahre Liebe für sich selbst oder überhaupt, dass man erkennt, was ist Liebe überhaupt. Das hat ja nicht nur was mit einem Partner zu tun. Also Liebe existiert ja nicht nur innerhalb einer Liebesbeziehung, in einer Paarbeziehung, sondern Liebe existiert ja um uns herum. Das ist ja diese höhere Kraft, ne, die auch auf dich aufpasst und die immer da ist und die dich beschützt und dir Hoffnung schickt. Das ist die Liebe. Also die Liebe wird in dein Leben kommen, also entweder in Form tatsächlich einer anderen Person und dann wird es eine sehr, sehr schöne Liebesbeziehung oder die Chance darauf ist da, ich will das jetzt nicht versprechen, entweder das eben oder du erkennst die Liebe für das Leben. Du erkennst eben, und das passt ja zum wahren Selbst eben, ne, dass du dein Potenzial, dein wahres Selbst erkennst und aufblühst und auch die Blüte deines Lebens vielleicht auch haben wirst. Also einfach wirklich die Liebe für das Leben, für das, was du tust vielleicht auch, ne? Dass du eine neue Berufung für dich findest, dass du eine Aufgabe findest, die dir Spaß macht, die dich erfüllt, wo du selbst Liebe auch in die Welt geben kannst oder wo du Liebe zurückbekommst dafür oder wo du einfach Liebe verschenken kannst, wie auch immer. Also ja, auf jeden Fall so oder so eine sehr, sehr schöne Sache, auf die du dich in jedem Fall freuen darfst. Ja, nochmal das Erwachen, also einfach nochmal die Bekräftigung, es wird ein Jahr des Erwachens für dich. Also du wirst sehr, sehr viel erkennen, wahrnehmen, sehr viel wird sich verändern, eben dadurch, dass du eben auch erwachst. Wenn man, je mehr man erwacht und je mehr man das Bewusstsein erweitert und eben Dinge einfach erkennt und auch sein wahres Wesen, sein wahres Selbst wirklich erkennt, desto mehr muss sich verändern. Man kann dann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Also viele, viele, die erwachen und die ihr wahres Selbst erkennen, befreien sich auch aus alten Jobs eben, ne? Die meisten Jobs sind so, ja, sind wirklich wie Sklaverei einfach. Also man hat so wenig Freiheiten und man muss etwas tun, was ein anderer möchte. Und in vielen Unternehmen und in vielen großen Unternehmen herrscht einfach nicht unbedingt das Prinzip der Menschlichkeit, sondern es geht einfach um Wachstum, um Umsatz, es wird viel Druck gemacht, also nur mal so als Beispiel. Und je mehr man erwacht und das erkennt, weil
Je länger man so im, ja, im Hamsterrad sozusagen drinne ist, man merkt das dann einfach nicht. Man merkt zwar, irgendwas stimmt nicht, ne? Wieder Symbole oder nicht Symbole, sondern Symptome des Körpers. Man merkt körperlich und psychisch und irgendwie seelisch, es stimmt irgendetwas nicht, irgendwas läuft falsch, aber man kann das nicht greifen und nicht erkennen, was das ist. Und wenn man dann eben erwacht und dann im Außen sieht, was alles irgendwie nicht richtig läuft oder was so ungesund und toxisch und destruktiv ist, an vielen Dingen, wie wir normal leben, wenn man das erkennt, dann kann man da nicht mehr weitermachen. Also viele, die erwachen, ja, die müssen über kurz oder lang quasi ihren Job irgendwie hinter sich lassen, weil es ihnen nicht gut tut, weil der Job sie krank macht und sie stresst, weil es einfach, weil zu viel Druck und zu viel Arbeit und einfach da ist oder das Umfeld auch negativ ist und so weiter. Konkurrenzkampf vielleicht, was auch immer, ne? Aber auch in Beziehungen. Also es muss auch gar nicht der Beruf sein, auch dass man in Beziehungen die Augen öffnet und merkt, ne, dass der Partner vielleicht einen ausnutzt oder man selber gar nicht wirklich die Liebe fühlt, sondern dass es nur um Bedürfnisse geht, die gestillt werden wollen und dass es gar nicht um den anderen geht, sondern ja, dass solche Dinge eben. Und wenn einem das alles klar und bewusst wird, dann kann man nicht mehr so weitermachen wie vorher, dann muss man etwas verändern. Also darum, das ist dein Riesenthema. Also da wird sich ganz, ganz, ganz viel tun im kommenden Jahr. Und dann schauen wir noch auf die Elfenkarten, welche Impulse wir da noch bekommen. Ja, wie schön. Die Magie der Kristalle, denn ich habe hier auch Kristalle aufgereiht, so schön. Also Kristalle können dich unterstützen hier bei den Sachen. Und ich verlinke gerne mal, wo ich diese Steine her habe. Also alle bis auf diesen habe ich bei einem schönen kleinen Etsy-Shop bestellt. Und vielleicht magst du da auch mal gucken und diesen Shop unterstützen, weil diese sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also ich mag die sehr gerne. Sind heute gerade erst angekommen. Jedenfalls haben Kristalle und Edelsteine, also ihnen werden so magische Fähigkeiten zugesprochen oder auch, dass sie uns auf der energetischen Ebene unterstützen. Also jedem Stein, wir haben hier zum Beispiel ein Fluorit, das ist Amethyst und das hier ist Amazonit zum Beispiel. Und jeder Stein hat so Eigenschaften und Fähigkeiten, die ihm eben zugesprochen werden. So der eine Stein, also Amethyst zum Beispiel, hilft bei der Meditation, der hilft, sich für Spiritualität zu öffnen, der hilft, die Intuition zu fördern zum Beispiel. Genau, und dann kann man schauen, so welcher Heilstein spricht mich an. Also man kann auch einfach gucken, mal in einem Laden gehen, vielleicht wohnst du in einer größeren Stadt, wo es ein Esoterikgeschäft gibt. Oder nachher im Winter auf Weihnachtsmärkten gibt es auch immer so Stände mit Edelstein oder Edelsteinschmuck. Ich habe zum Beispiel auch, muss nochmal Werbung machen, Edelstein-Armbänder in meinem Shop. Also das kann ich zum Beispiel unterstützen. Und da findest du dann zum Beispiel verschiedene Steine. Du kannst gucken, welcher spricht dich an, welche Farbe gefällt dir. Und dann kannst du auch nachlesen, für was dieser Stein gut ist und wobei er unterstützt. Also ich habe diese Karte nicht extra reingelegt, um jetzt Werbung zu machen. Das ist wirklich Zufall. Es kann dich unterstützen einfach im nächsten Jahr, wenn du Steine benutzt. Also entweder eben als Schmuck. Es gibt auch Ketten oder Ohrringe oder Ringe oder was auch immer. Oder einfach eben als Dekoration, dass du in deiner Wohnung eben hier und da ein paar Steinchen hinstellst. Du kannst sie dann eben beim Meditieren, wenn du das machst, kannst du einen in die Hand nehmen und eben die Energie durch dich fließen lassen. Amethyst kann man zum Beispiel auch aufs dritte Auge legen. Damit kannst du dich jedenfalls einfach mal beschäftigen und mal schauen, ja, was da für dich passt und inwieweit du mit Kristallen arbeiten kannst. Wasser energetisieren fällt mir auch gerade ein. Es gibt auch Wassersteine, die man dann, ne, kannst du eine Glaskaraffe oder irgendwie einen Wasserbehälter eben nehmen. Da kannst du Steine unten reinlegen und dann wird das Wasser auch energetisiert und auch das kann dich einfach energetisch bei dem Prozess unterstützen und das ist ja sehr hilfreich, gerade bei dir, wo es ja sehr herausfordernd werden wird, einfach weil Erwachungsprozesse sind ja nicht nur einfach. Also, das kann ich schon mal dazu sagen. Das ist auch oft ja harter Tobak dann, wenn man viele Dinge erkennt und man ja, es geht dann oft darum, eben zu erkennen, dass das, was man bisher geglaubt hat, einfach auch nicht die Wahrheit war. Und es wird vieles auf den Kopf gestellt. Also auch, ne, das Rad des Schicksals kann auch dazu führen, dass wirklich vieles bei dir auf den Kopf gestellt wird.
Die Hutmacherin, lange nicht gefallen. Auch meine Lieblingskarte aus diesem Kartendeck. Und zwar, das ist jemand, der die Dinge immer auf seine Weise macht und sich nicht so sehr vom Außen beeinflussen lässt, sondern einfach sein eigenes Ding macht. Also zum Beispiel sich verrückt anzieht, egal wie andere Leute das finden und wie komische Blicke sie einem zuwerfen, sondern dass man einfach das anzieht, worauf man Lust hat, egal ob das jetzt zusammenpasst, also seien das jetzt unterschiedliche Socken oder einfach, dass es farblich überhaupt nicht zusammenpasst oder so, aber es gefällt nun mal einem oder dass man sich ganz verrückt anzieht. Also das nur ein Beispiel mit der Kleidung. Das geht auch einfach grundsätzlich darum, auch dass man andere Wege geht, die für andere Menschen nicht nachvollziehbar sind, dass man einfach Dinge tut, wo andere sagen, das ist total verrückt oder dass man einfach ja vielleicht so lebensfroh und lebenslustig ist und immer verrückte Dinge tut oder auch einfach sich nie schämt für irgendwas und dann einfach mal zum Beispiel auf der Straße anfängt laut zu singen und die Leute denken so, ne, weil das macht ja normalerweise niemand, obwohl das eigentlich das Normalste sein sollte, dass man das tut, aber ne, man würde eher schräg angeguckt werden und die Leute würden denken so, hä, was ist denn? Aber das ist genau eine Energie, die du leben darfst und vielleicht ist das auch dein wahres Selbst, die Hutmacherin. Also einfach, du bist jemand, der gerne anders ist, der anders sein möchte und der auch anders sein darf. Also, dass du dir das auch erlaubst, dass du alles auf deine Art und Weise tust und dass du auch den verrückten Hutmacher in dir eben rauslässt und befreist und dich der Welt so zeigst, wie du bist. Und wenn dazu gehört, dass du eben auch ein bisschen verrückt bist und dass du irgendetwas tun willst, was vielleicht noch keiner vor dir gemacht hat oder wo eben die Familie oder die Freunde sagen, dass du spinnst oder vielleicht halten dich die Leute auch für komisch, was auch immer. Es ist aber deine Natur und du darfst so sein. Und je mehr du dazu stehst und das mit Selbstbewusstsein in die Welt trägst, desto mehr wird das eben gar nicht mehr komisch wirken, sondern du wirst die Leute anziehen, die das toll finden und die das inspiriert, das auch zu machen. Also verrückte Leute sind durchaus auch Inspiration für andere Menschen, auch ihren verrückten Anteil zu leben, denn wir sind alle so angepasst und trauen uns nie aufzufallen oder mal eben was Spontanes, was Verrücktes zu machen oder so, weil wir immer denken, oh Gott, wie kommt das jetzt an? Was denken die Leute dann? Und weil wir das nicht wollen, dass wir so komische Blicke ernten oder dass die Leute uns für merkwürdig halten. So, wir wollen bloß nicht auffallen. Und ja, aber das darf sich jetzt eben auch ändern. Und du bist hier vielleicht auch einer der Pioniere, die da vorangehen dürfen und ihr verrückten Anteil einfach mal leben und nach draußen zeigen. Und die Zweiflerin kommt hier aber auch. Also natürlich, das bringt auch Zweifel mit sich. Also es wird auch im kommenden Jahr, wirst du Zweifel haben immer wieder, vielleicht auch an dem neuen Weg, der sich eben zeigt. Auch wenn du da am Erwachen bist, dass du vielleicht auch Zweifel hast, was ist jetzt das Richtige, ne? Also es geht da oft darum, auch, ja, wie gesagt, dass man etwas für wahr gehalten hat, wo man dann aber merkt, das ist eine Lüge. Lügen, die man sich auch über sich selbst erzählt oder Lügen, die einfach das Leben an sich betreffen oder die Gesellschaft oder den Beruf, wie auch immer. Und da gibt es auch dann Zweifel, ne? Dass man nicht weiß, was ist denn jetzt das Richtige und ist das jetzt das, was ich jetzt erfahren habe oder ist doch das Alte, was ich bis jetzt geglaubt habe, ist das nicht doch richtig? Denn alle machen das ja so. Ne? Also auch dieser Zweifel so. Die meisten machen das und das, dann muss das doch richtig sein. Und kann ich denn richtig sein, wenn ich etwas anders machen möchte? Kann das wirklich richtig sein oder sollte ich nicht lieber das tun, was alle machen, weil die Mehrheit immer recht hat? Und solche Zweifel könnten da auftauchen und dann gilt es da auch wieder wahrzunehmen, was ist, dass das so ist, das anzunehmen und es zu beobachten, aber trotzdem der Hutmacherin mehr Raum zu geben als der Zweiflerin, denn das ist der Weg für dich. Das ist dein wahres Selbst. Also du darfst die Dinge auf deine Art und Weise machen und deine Seele wünscht sich auch für dich, dass du wirklich, ja, also dein Leben so lebst, wie du das möchtest, eben ohne immerzu zu überlegen, wie das nach außen hin aussieht und ob es irgendjemanden geben könnte, der das blöd findet. Also egal, was du machst, egal, was du machst, es werden immer Leute blöd finden. So, aber auch egal, was du machst, es werden auch immer Leute gut finden. Und
wenn du dein wahres Selbst wirklich nach draußen trägst und machst, was du wirklich möchtest, worauf du Lust hast und was dir Spaß macht und was du toll findest, dann wirst du auch Menschen anziehen, die ja das eben auch einfach toll finden und dann vielleicht auch die wahre Liebe, also entweder in Form tatsächlich eines Partners, aber vielleicht auch Freunde, ne? Also richtig tolle Freundschaften oder einfach, wie gesagt, die Liebe fürs Leben. Und je mehr du da dein Potenzial, dein Innerstes wirklich lebst, desto mehr wirst du auch das Leben lieben und desto mehr wird auch das Leben dich lieben und dir immer mehr schöne Überraschungen schenken. Also, bisschen länger geworden als normalerweise. Es geht eigentlich immer sonst nur eine Viertelstunde, aber hier war jetzt einfach sehr, sehr viel dazu zu erzählen und das sind einfach sehr schöne Energien. Also von daher wünsche ich allen Krebsen, die jetzt noch dran sind und hier zugehört haben, ein ganz fantastisches Jahr. Das wird es auf jeden Fall werden. Also freu dich auf das, was vor dir liegt und nimm die Herausforderung an. Lass die Zweifel immer mehr beiseite. Die werden zwar kommen und werden da sein, aber du darfst sie beiseite schieben. Ne? Informier dich mal über Edelsteine. Schau mal, ob da was für dich dabei ist, ein Helferlein, der dich das kommende Jahr unterstützen kann. Ja, und dann wünsche ich dir alles Liebe und wenn du noch irgendwie mehr über mich wissen möchtest oder meine Angebote eben, du findest den Link zur Webseite unten in der Beschreibung. Wie gesagt, auch die Kartendecks, die Armbänder etc. pp. Und dann freue ich mich, wenn du mal wieder einschaltest, mir vielleicht einen Kommentar hinterlässt oder sogar ein Abo dalässt, wenn dir das gefallen hat und du noch kein Abonnent bist. Und dann sage ich mal, vielleicht bis zum nächsten Video. Also alles Liebe und bis dann. Tschüss.